ein Pilgerzimmer. Das Originalzimmer einer ehemaligen Schwester. Gar nicht so schlecht. Ich dachte jetzt so. Also du warst ja auf dem Jakobsweg und hast ja auch in vielen Pilgerzimmern gelebt. Ist das so toll wie hier gewesen oder war das? Nee, das waren Schlafsäle mit bis zu 150 Leuten in einem Zimmer. So gut wie immer Stockbetten. Teilweise für 100 Leute zwei Duschen, zwei Toiletten, zwei Waschbecken. Das hier ist Luxus im Gegensatz zum richtigen Pilgerleben in Spanien, ja. Also Pilgern in Hessen? Bis jetzt sehr luxuriös. Das war total verschimmelt und zerfressen. Der heilige Sebastian, das ist ein Rokoko-Gemälde, das aus einem früheren Altar stammte. Und dann habe ich das peu à peu, Sie sehen also hier schon eine Reinigungsphase. Der obere Teil ließ sich ja ganz gut behandeln, aber dieser Teil hier, das war ein Chaos. Wie lange haben Sie daran braucht? Ja, so 100 Stunden. Aber ich habe also vorher gedacht, als es kam, warum werft das nicht gleich auf den Müll? Aber das darf man nicht machen. Der Kollege in Mainz sagt dann, solche Sachen muss man sich herantasten. Da kann man auch von vornherein noch kein Konzept entwickeln, wie das wird. Manchmal schon, da setzt man sich hin, guckt den Schadensbereich sich an und macht dann Pläne, das und das wäre notwendig. Aber das kann man nicht immer, das muss man kommen lassen. Das ist ja wirklich Kunst an der Kunst, ne? Ja. So kann man das ja schon irgendwo sagen. Also beeindruckt mich völlig. Toll. Wenn Sie dann so ein Stück fertig haben, ja. Wie ist es dann für Sie? Fühlen Sie sich dann vielleicht auch mit Teil des Kunstwerkes oder des Künstlers? Ja, also mir fällt das immer schwer, was ich fertig habe, wieder abzugeben. Ja, ehrlich, manchmal tut es mir richtig weh. Dann fehlt mir das, ja. Ja, also im Kloster gibt es eben Ruhe und Stil und das bringt die Kraft, um sowas zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas machen muss. Ja, Wahnsinn. Sigi, bist du beeindruckt? Ich bin ja selber Handwerker, aber da hätte ich nicht Geduld für. Da muss man, glaube ich, eine besondere mentale Einstellung auch haben, um sich so viel Mühe zu geben, diese ganzen Details zu bearbeiten. Ganz interessant, dass sich so eine Kirche auf diese Kunstsache einlässt, die jetzt momentan hier am Laufen ist. Was man hier jetzt auch gerade sieht, was mit dem Beamer projiziert wird, was eine aufgehende Sonne darstellen soll. Und man muss sagen, jetzt wo wir schon ein paar Gespräche mit den Schwestern hatten, sind auch nur Menschen. Und ganz fröhliche und nette Schwestern, die uns hier ganz offen empfangen haben und kann man auch immer alles fragen und die machen auch mal ein Späßchen mit.